kennen wir ja. Weiß es gar nicht. Voice Stop Recording, nein. Das ist irgendwie das. Die Sprachbefehle sind da irgendwie eingeschaltet. Was bedeutet, dass sie da auf irgendeinen Quatsch reagiert. Ja, muss ich mich zu Hause mal mit beschäftigen, ob man das nicht ausschalten kann. Weil ich mag das eigentlich nicht, wenn die Kameras über Sprachbefehle gesteuert werden. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Okay, auf der linken Seite haben wir unser Amtsgericht. Otter, falls du das gerade schaust, ich komme vom Gericht. Die Deichstraße, die gute Adresse. Candy Shop, alles zu. Wir würden ja gerne Kaffee, Pfannkuchen, alles zu wegen Lockdown, ist klar. Da auf der anderen Seite der Amerika-Hafen in der Ferne und der alte Fischereihafen. Könnte ich eigentlich auch ganz gut jetzt mal ein paar von den Drohnenaufnahmen einblenden, die ich da seinerzeit gemacht habe. Das wirkt ja auch recht gut. Ja. Und dann bin ich dort vorne in Richtung Klappbrücke abgebogen. Das mache ich heute nicht. Ich werde mal geradeaus weitergehen, dass wir uns die alte Liebe mal anschauen können mit der neuen Kamera. Insta One. Wie war das jetzt? Insta 360 One X2. Das muss man echt üben, bis man das mal drauf hat. Ja, die Werften DLRG auf der Seite. Krimskramsläden. Schön. Heute Mittag kam mal ganz kurz die Sonne raus. Die ist jetzt natürlich nicht mehr da. Aber ich hoffe, dass die Aufnahmen doch ganz gut werden. Die X2 hat jetzt halt auch ein D-Log-Profil. Ein D-Log-Farbprofil. Sodass man da in der Nachbearbeitung eigentlich auch ganz gut mitarbeiten könnte. Und hier auf der Seite ist jetzt halt das ehemalige Kino. Da hatte mich auch unser Freund der Otter nachgefragt, ob das das Kino ist. Da war er wohl mal als Kind mit seinem Vater. Ich weiß gar nicht mehr, was er da geguckt hat. Digimon oder so ein Kram. Das hätte ich fast scheiß gesagt. Ja, das hat er da gesehen und das ist aber schon viele, viele Jahre kein Kino mehr. Das haben sie geschlossen, das hat sich vorher nicht mehr gelohnt. Und jetzt ist da von dieser Seite ist ein kleiner Modelleisenbahnladen da drin. Und auf der anderen Seite, das hatte ich euch ja in dem vorigen Video gezeigt, da hatten wir, was war denn das? Ja genau, diesen kleinen Punkladen, den konnte man da sehen. Ja.
Der Ausgang ist sogar noch vorhanden, total vergilbt da unten. Was als letztes gezeigt wurde, sieht aus wie Casablanca, dieser uralte Schinken. Und Rocky 5, das ist ja auch schon ewig lange her. Die Hero läuft auch noch, sehr schön. Gehe ich jetzt hier mal weiter. Ja, der Ton von der X2, ich nenne sie jetzt einfach X2, das ist einfacher, ist verständlicher, einfacher zu merken, auch für mich. Und ja, der Ton, den benutze ich jetzt halt hauptsächlich nicht. Ich werde teilweise vielleicht mal den Ton mit reinnehmen, dass ihr den Vergleich dafür mal habt. Aber im Großen und Ganzen nehme ich den Ton dann doch hier vom Audiomod der Hero 9 ab. Und mal schauen, ob das ganz gut verständlich ist, soweit. Ja, hier haben wir einige Neubauten auf der Seite. Da bin ich ja auch drüber geflogen, von der anderen Seite der Yachthafen. Auch recht schön zu sehen. Alles zu, bis auf den Türken, den türkischen Imbiss, der ist offen. Für außer Haus sicherlich, dass die Leute sich das mitnehmen können und dann zu Hause essen. Die Restaurants als solches sind ja größtenteils geschlossen. Es sei denn, sie haben halt diesen Außerhaus-Service. Ja. Da ist dann das Lotsenviertel. Da bin ich ja in dem Film, den ich da gemacht habe, rausgekommen. Und dann hier auch in der Deichstraße ein Stückchen weitergegangen, bis hinten zur Brücke. Da kommen wir auch gleich lang. Tja, ich hoffe, das Licht ist gut. Der Ton ist verständlich, wenn ich jetzt so in relativ ruhiger Umgebung in die Kamera spreche, dann müsste man das eigentlich auch ganz gut verstehen können. Nur an dem langen Selfie-Stick, wenn ich den so weit von mir weghalte, dann wird das Audio sicherlich nicht mehr ganz so gut verständlich sein. Zumal wenn dann auch noch Straßenverkehr mit dazu kommt oder andere Umgebungsgeräusche. Ja, Hero macht auch noch mit. Das sind schöne kleine Wohnungen hier. Ganz bestimmt auch nicht so ganz billig. Direkt so am Hafen. Aber da, wo ich da draußen lebe, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Da habe ich meine Ruhe. Wäre natürlich schön, wenn ich da bald auch mal wieder Gesellschaft hätte. Denn ich bin zwar alleine, aber nicht einsam. Also ich komme auch ganz gut so mit mir selber zurecht. Nur auf lange Sicht ist es natürlich schöner mit einer Partnerin. Mal gucken, ob ich das überhaupt mit reinnehme. Oder ob ich das rausschneide. So viel Persönliches gebe ich ja kaum preis in meinen Vlogs. Ist halt immer die Frage, ob man sich das zutraut, ob man das haben möchte. Ja, und hier ist dann an der Ecke wieder das kleine Hotel und die Restaurants dort. Das müsste man so auch ganz gut erkennen können. Ja, schön. Und dann gehen wir hier die Brücke hoch. Die Brücke über die Schleusentore, die im Falle einer Sprengflut geschlossen werden können.
Das ist auch schön hier oben auf der Brücke. Ich glaube, da werde ich auch gleich noch eine kleine Ballettime machen. Das sieht ja echt hervorragend aus. Ich denke, dass ich die Aufnahmen hier von der X-Tour auch sehr gut kombinieren kann. Später dann mit meinen Drohnenaufnahmen von der Mini 2 oder der Mavic Air 2. Das bietet sich natürlich auch ganz klasse an auf Reisen, wenn wir endlich wieder reisen dürfen. Dann kann ich das gut verwenden. Das sieht ja auch interessant aus. Ich versuche das auch noch mal mit der Hero hier drauf zu bekommen. Das, die Schleusentore von oben. Auf der Seite ist dann wieder das Lotsenviertel mit den Hotels und Restaurants. Und ich werde dann auch gleich mal nochmal das Ganze umbauen und noch eine kleine weitere Bullet Time machen. I still recall first time I saw you. I was so nervous to come. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. Dann gehe ich jetzt hier mal weiter in Richtung auf die alte Liebe zu. Mal schauen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir wegen dem Licht. Aber mal gucken, da ist der Turm, der Funkturm, auf den ich immer Seefunkturm aufpassen muss, wenn ich mit der Drohne fliege, dass ich da nicht gegenklatsche. Okay, mal etwas weiter runter. Ist ein sehr gutes Fischrestaurant. Dann die Eisdiele. Hotel. Weihnachtlich geschmückt. Es gibt ja keine Gäste. So. Und dann geht es hier Richtung Alte Liebe. Da ist das Hotel. Sehr schön zu sehen. Haus Continental. So viele Ausflugsschiffe sind da jetzt gar nicht unterwegs, es ist Winter. Aber das macht auch nichts. Schön leer sicherlich. Mal gucken. Hier werde ich auch auf jeden Fall im Frühjahr und im Sommer dann nochmal wieder herkommen. Ab März soll ja dann auch die neue Fähre verkehren. Die Fähre nach Brunsbüttel bei Hamburg. Fahrzeit ist eine Stunde. Mal schauen, ob ich die Fahrt mal mit euch zusammen mache dann. Und unser Freund der Otter kommt bestimmt auch mit. Das wird garantiert lustig. Ja, hier ist das Werbeschild für die Touren zu den Seehundbänken. Die Treppe knatscht. Gewaltig. Das
gegangen. Eine Mini-Kugelbarke, auch klasse. Mini-Kugelbarke. Hier. In der alten Liebe. Ein paar Schiffe liegen hier auf Anker. Vor Anker? Heißt es auf Anker oder vor Anker? Ich weiß es gar nicht. Ah ja, guck mal, die kleinen Seehunde. Mal schauen, ob ich die so mal drauf kriege. Keine Ahnung, wie das wirkt, wenn man mit der X2 so nach unten filmt. Mal schauen, könnte ganz interessant aussehen. Ja, sonst noch mal mit der Hero, dass ihr das auf jeden Fall auch mal drauf habt. Jetzt weiß ich auch, wieso mein Akku von der Hero 9 diesmal so lange durchhält. Und zwar habe ich die Bildschirme, die Screens vorne und hinten. Also vorne habe ich komplett ausgeschaltet und hinten habe ich einen Bildschirmschoner reingemacht, dass nach 3 Minuten der Screen ausgeht. Und ich denke, das wird mit auch den meisten Strom dabei verbrauchen, sodass die Akkukapazität natürlich entsprechend gering ist. Das ist doch bestimmt, das ist die Fair Lady. Auch ein größeres Schiff. Ist hier festgemacht. Und da hinten geht dann auch bald schon die Sonne wieder unter. Ja, aber es ist trocken. Ist ganz klasse hier. Möwen rufen. Ich finde das schön. Hier auf der Seite sind dann in der Saison so kleine Läden. Ist auch noch mal eine Eisdiele. Kleine Läden für Touristenkram, Souvenirs. Da vorne dann noch ein Restaurant. Fährt bestimmt auch nach Helgoland rüber, nehme ich mal an. Schönes Schiff, sieht toll aus. Tja, hätte ich fast mal noch die Mini 2 mitnehmen sollen. In der alten Liebe die Anlagen und die Schiffe mal mit drauf zu bekommen. Schauen, dass ich das dann in der Nachbearbeitung mir die besten Szenen hier raussuchen kann. Da drüben Amerika-Hafen und das Stäubenhöft. Ja, den Akku der Hero 9 habe ich jetzt gewechselt. Die Speicherkarte nur noch für 6 Minuten Platz drauf hat. Dann werde ich mich hier jetzt ein bisschen kurz fassen müssen. Okay. Da haben wir die Lotsenboote, die schönen bunten Lotsenboote. Und auf der anderen Seite den Turm. Die Spitze eines gezogenen Rammpfahles der alten Liebe. Hier ist das Gedicht.
Hund, der weint. Der friert. Ja, du frierst, ne? So. Und hier einmal die komplette Übersicht. Da hinten, ganz weit hinten entfernt ist so ein natürlich schon ziemlich dunkel. Mal schauen, wie das Bild dann rauscht von der Extu. Und hier ist die schöne aus Niedersachsen. Jetzt hier auch meine letzten Aufnahmen machen, meine Abmoderation direkt an der alten Liebe hier. Das Oberdeck ist leider gesperrt jetzt im Winter. Letztes Mal konnte ich da ja noch hochgehen, aber das geht von dieser Stelle eigentlich auch ganz gut. Okay, ja, dann möchte ich mich bei euch allen recht herzlich bedanken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch wieder einen schönen Daumen nach oben da. Freue ich mich immer drüber, das wisst ihr ja. Und ihr könnt auch gerne einen kleinen Kommentar schreiben. Auch gerne zu der Technik der X2, der 360-Grad-Technik. Wenn ihr euch da weitere Videos von mir wünscht, was ich dann noch so umsetzen könnte. Ja, und ansonsten bleibt mir nur wieder euch zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt, dass ihr Spaß habt. Lasst euch nicht so runterziehen von dem ganzen Corona-Kram. Irgendwann geht es auch wieder bergauf und dann gibt es auch wieder ein relativ normales Leben für uns alle. Ja, einmal nochmal schön das Schiff im Vorbeifahren. Ja, wie schon gesagt, bleibt gesund, habt viel Spaß und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut und bis dann, euer Matthias.